Herzlich willkommen zu unserem heutigen Web-Talk aus der Reihe OER finden und erstellen für Lehrerinnen und Lehrer. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und möchte euch herzlich begrüßen. Heute haben wir als Thema Wohin mit meinen selbst erstellten Materialien? In den vergangenen Wochen haben wir uns ja viel mit Fundgruben, Tools, Bildern und weiteren Möglichkeiten befasst, wie wir selbst Unterrichtsmaterialien erstellen können, welche Hilfsmittel und welche Plattformen es gibt, um uns gewissermaßen daraus zu bedienen. Und wir hatten ja auch sehr häufig dann das Thema, dass es schön ist, selbst seine Unterrichtsmaterialien mit Kolleginnen und Kollegen oder auch Schülerinnen und Schülern zu teilen. Falls ihr also diesen Aufruf sozusagen gehört habt und möglicherweise schon selbst Materialien erstellt habt, die ihr gerne teilen möchtet, hat sich vermutlich für den einen oder die andere die Frage bereits gestellt, wie man das denn machen kann. Nicht jeder hat ja eine eigene Webseite, auf der man die Materialien hochladen und teilen kann, oder auch einen Schulserver, da funktioniert das auch manchmal, sodass man sich also früher oder später, wenn man in die aktive Arbeit mit Open Educational Resources einsteigt, auf die Suche nach Plattformen machen muss, die eine solche Upload-Funktion bieten. Und da gibt es tatsächlich schon einige. Es gibt nicht wahnsinnig viele, aber doch sehr zentrale und gut nutzbare und sehr benutzerfreundliche Plattformen. Ich habe euch heute ein paar Beispiele dazu mitgebracht. Direkt eines sozusagen für Einsteiger, das sehr niedrigschwellig ist, zeige ich euch gleich, wo es noch nie mal eine Anmeldung braucht. Dann ein paar Plattformen, die ihr möglicherweise schon aus einem der letzten Webtalks kennt. Und dann noch einen kleinen Ausblick. Und ich möchte direkt einsteigen und habe euch auch heute eine kleine Präsentation mitgebracht, die ich euch jetzt zur Verfügung stelle. Und jetzt geht auch schon los. Und ich steige direkt ein in mein erstes Beispiel. Und zwar möchte ich euch gerne das Portal Bildungsmaterialspende zeigen. Die Bildungsmaterialspende ist ein Projekt, das seit August 2018 läuft. Es wurde spontan gegründet von Ehrenamtlichen, die damit ein OER-Portal speziell für Lehrende und Lernende schaffen wollten. Auf diesem Portal könnt ihr Unterrichtsmaterialien einfach und ganz ohne weiteres hochladen. Wenn ihr das gemacht habt, prüft eine Redaktion urheberrechtliche Belange. Das ist also eine schöne Serviceleistung für all diejenigen unter euch, die sich diesbezüglich noch ein wenig unsicher sind. Und dann werden die Materialien als OER veröffentlicht. Ich zeige euch die Seite direkt mal, wie das aussieht. Das ist sehr einfach strukturiert, sehr übersichtlich. Ich scrolle ein wenig nach unten. Und ihr seht, ihr könnt hier direkt Material hochladen, veröffentlichtes Material einsehen, also was andere Aktive bereits auf der Bildungsmaterialspende deponiert haben. Einen FAQ-Bereich gibt es natürlich auch. Ich möchte euch aber kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Gehe also in den Button Material hochladen und ihr seht hier schon, es ist ein sehr einfaches Formular, das ihr ausfüllt. Optional kann man seinen Namen hinterlassen, man kann es auch freilassen für eine anonyme Einreichung. Ebenso verhält es sich mit der Mailadresse oder mit einem optionalen Link zum eigenen Blog, zur Webseite oder einem Social Media Account. Wenn man möchte, kann man das ausfüllen, muss aber nicht. Zu beachten gilt natürlich, wenn ihr Materialien habt. Ich nehme jetzt mal an, ein Arbeitsblatt, das wäre jetzt so ein Klassiker für die Bildungsmaterialspende und möchtet, dass in der Lizenzform euer Name genannt wird, also wie hier die Lizenz CC BY, also eine Namensnennung, dann solltet ihr das natürlich tun, euren Namen angeben.
Wenn ihr das also gemacht habt, könnt ihr hier direkt schon über Datei auswählen, von eurem Computer das gewünschte Material hochladen und in den weiteren Feldern die Art der Veröffentlichung auswählen. Zur Auswahl stehen CC0, also äquivalent zu Public Domain, ohne weitere Angaben auch des Namens, oder CC BY mit Namensnennung. Es ist eben ein ausgesprochen offenes Portal, deswegen nur diese beiden Varianten. Man kann, wenn gewünscht, weitere Angaben machen, wenn ihr beispielsweise ein Foto hochladet von einem seltenen Tier beispielsweise, könnt ihr einen Titel vergeben oder eine kurze Beschreibung eintragen, könnt es aber auch weglassen und dann das Material hochladen. Das war es dann auch schon. Also ihr seht, das geht wirklich rucki zucki und ist ganz einfach, niedrigschwellig und kann von sofort ad hoc benutzt werden und gerade für Einsteiger eigentlich eine schöne Variante, das auch mal auszuprobieren. Je nach Aufkommen kann es eine Weile dauern, bis das Material tatsächlich in den veröffentlichten Materialien erscheint. Die sind auch noch nicht groß thematisch sortiert. Stöbert da gerne mal ein wenig rum, um mal zu sehen, was andere Nutzerinnen und Nutzer hier so veröffentlicht haben. Ich gehe dann auch gleich weiter zum nächsten Portal, das ich euch zeigen möchte. Dieses Portal kennt ihr möglicherweise aus der eigenen Arbeit mit OER oder aus der Unterrichtsvorbereitung. Es handelt sich um Zum Unterrichten. Auf diesem Portal können sich also Lehrkräfte nicht nur aus einem wirklich riesigen Fundus an bereits erstellten Materialien aus der Community bedienen. Ihr seht hier schon auf dem Screenshot die Fächer, die ihr hier findet. Also es ist kein fachspezifisches Portal, werden wir nachher gleich nochmal sehen, die eher thematisch ein wenig eingegrenzt sind. Ihr findet auf Zum Unterrichten Materialien zu allen Schulfächern. Und man kann eben nicht nur die Materialien nutzen und verändern und weiterverbreiten, sondern auch eigene Inhalte hochladen oder sich eben an bereits bestehenden Inhalten beteiligen. Das funktioniert anders als soeben gezeigt bei der Bildungsmaterialspende nach einer Anmeldung. Man schickt also eine Mail an einen Administrator und erhält dann einen Zugang. Ich zeige euch nur ganz kurz, wie das funktioniert. Die ZUM bietet ein wenig mehr Hilfeleistung als die Bildungsmaterialspende. Es sind ja auch ein paar mehr Informationen nötig. Und dadurch, dass man auf der ZUM auch mehr Rubriken und Kategorien findet, findet ihr hier auch mehr erste Hilfe, mehr Hilfe zu den ersten Schritten. Zur Anmeldung habe ich gerade etwas gesagt. Man meldet sich beim Administrator an, bekommt dann auch eine Einführungsvideokonferenz vorgeschlagen, wo also weitere Fragen geklärt werden können. Dann wird man darum gebeten, sich mit den Richtlinien der ZUM auseinanderzusetzen und kann sich auf weitere Hilfeseiten begeben, unter anderem mit Vorlagen für Lernpfade, für andere Medienarten, die wir auf der ZUM finden. Wenn ihr nochmal stöbern möchtet, welche Arten für euch geeignet wären oder wo ihr möglicherweise eigene Materialien unterbringen könntet, schaut auch einfach nochmal um in euren eigenen Fächern, hier auf der linken Seite oder direkt in den Kategorien wie interaktive Übungen, Lernpfade oder Unterrichtsmaterialien. Die Community ist sehr groß und sehr aktiv. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an den Administrator oder an den Chat wenden, der hier auch angeboten wird, und könnt euch hier aktiv mit euren eigenen Materialien beteiligen. Als nächstes Portal habe ich euch Learning Apps mitgebracht. Auch dieses Portal hatte ich euch schon einmal gezeigt im Bereich OER selbst erstellen. Auf Learning Apps könnt ihr auf sehr, sehr einfache und schnelle Weise mit einem Editor interaktive Lernbausteine erstellen und auch veröffentlichen.
Und dass das wirklich sehr einfach funktioniert, möchte ich euch kurz demonstrieren. Auch diese App erfordert eine Anmeldung, wenn man sich selbst beteiligen möchte. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier ein interaktives Format erstellen, das direkt auf der Plattform dann auch gehostet wird. Ich bin direkt in den Button App erstellen gegangen, um euch kurz zu demonstrieren, wie das funktioniert. Diese Zeichnung zeigt das ganz gut, von der Ideenfindung bis hin zur Auswahl eines Templates, die wir im unteren Bereich der Seite finden, zeige ich euch gleich detaillierter, Einfüllen des gewünschten Contents, Abspeichern und das Teilen mit Interessierten tatsächlich auf der ganzen Welt. Ihr seht, im unteren Bereich bekommt ihr eine ganze Reihe von Templates angeboten, die je nachdem, was ihr für eine Learning-App erstellen möchtet, ausgewählt werden können, von paar Zuordnungsaufgaben bis hin zum Multiple-Choice, Zahlenstrahl etc. pp. Findet ihr alles Mögliche. Wenn ihr euch noch unsicher seid, dann durchstöbert doch einfach mal vorhandene Apps, die von Nutzerinnen und Nutzern auf der Plattform abgelegt worden sind. Ihr könnt nach Kategorien recherchieren, natürlich einen Suchwortschlitz benutzen oder euch ein Beispiel anschauen. Je nachdem, was ihr möchtet, könnt ihr euch auch Inspirationen holen oder dann auch gleich in den Bereich App erstellen gehen. Ich zeige es euch ganz kurz an diesem Beispiel. Hier geht es um Zuordnung auf einem Bild. Wir haben hier ein Beispiel über Afrika, also ein Beispiel aus der Geografie. Hier werden Flüsse, Seen, Inseln und Meere zugeordnet. Und das funktioniert hier mit solchen Landkarten, interaktiven Landkarten. Da könnt ihr also eine Aufgabe auswählen zu eurer Inspiration. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr hier beispielsweise in den Bereich Biologie, wird uns hier vorgeschlagen, seht ihr, was man da für Aufgaben lösen kann. Wenn ihr euch also eine Inspiration geholt habt, könnt ihr direkt eine neue App erstellen. Es öffnet sich ein Formular, in dem ihr einen Titel angeben könnt, eine Aufgabenstellung, ein Bild auswählen aus verschiedenen Quellen. Ihr könnt also selbst eines hochziehen und aus eurem eigenen Computer auswählen, per URL ein Bild eintragen oder eins direkt auf Pixabay, Wikipedia oder Flickr suchen. Dabei bitte auch das Urheberrecht natürlich beachten. Auf Wikipedia haben wir da keine Probleme. Da finden wir also frei zugänglich lizenzierte Fotos. Bei der Pixabay-Lizenz, da hatten wir dieses Thema schon in einem der vergangenen Talks, muss man gegebenenfalls aufpassen, wenn man es als OER lizenzieren möchte. Wer sich da noch eingehend damit beschäftigen möchte, der kann sich jederzeit gerne den Input aus diesem Webtalk zum Thema Bilder nochmal anschauen. Ihr könnt auch weitere Elemente hinzufügen per Mausklick, Texte, Bilder oder Texte zu Audio- und Videodateien. Und auch auswählen, welche Antwortmöglichkeiten ihr haben möchtet und einen Feedback-Text. Auch eine Hilfestellung könnt ihr wählen. Ich habe hier natürlich jetzt nichts eingetragen. Es ist ja nur ein kleiner Ausflug, ein kleiner Überblick. Wenn ihr also fertig seid mit euren Antworten, könnt ihr mit eurer App, dann könnt ihr euch das anzeigen lassen. Hier kriege ich natürlich nur ein Vorschaubild, erneut anpassen oder die App speichern. Zu diesem Zweck braucht ihr dann eben ein Konto, das ihr euch aber sehr einfach und ohne Kosten anlegen lassen könnt. Also eine schöne Sache, ein sehr einfaches Tool, mit dem man interaktive Bausteine erstellen kann, ohne große Vorkenntnisse haben zu müssen. Die nächste Plattform, die ich euch zeige, ist Serlo. Serlo ist ähnlich aufgebaut wie zum Unterrichten, allerdings finden wir hier in erster Linie Materialien aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, also aus Biologie, Mathe, Chemie etc. Es befinden sich aber noch weitere Fachdatenbanken im Aufbau
Und ähnlich wie bei der ZUM ist man auch bei Serlo angehalten und eingeladen, selbst eigene Inhalte beizutragen. Es gibt auch Communities, die gemeinsam Materialien erstellt. Und auch hier möchte ich euch kurz zeigen, kurz demonstrieren, wie das funktioniert, selbst mitzumachen. Zum einen können sogar Lernende sich beteiligen, indem man Feedback gibt für die Inhalte, die auf der Plattform eingestellt sind. Wir möchten aber Autorinnen werden, deswegen zeige ich euch kurz die Startseite für Autorinnen und Autoren. Und ihr seht, hier gibt es ein recht umfangreiches Informationsangebot für Autorinnen und Autoren in Spe. Ihr erhaltet also alle nötigen Informationen, um mitzumachen. Es gibt sogar Veranstaltungen, im Moment natürlich nicht oder wenn, dann nur virtuell, in der sich die Community weiter vernetzen kann. Oder ihr könnt auch direkt loslegen. Ganz besonders hübsch finde ich den sogenannten Sandkasten für Autorinnen und Autoren. Ich zeige euch kurz, wie der aufgebaut ist, indem man üben kann, wie die Serlo-Datenbank aufgebaut ist. Aber die meisten von euch kennen das wahrscheinlich aus der eigenen Arbeit. In diesem Bereich, im Sandkastenbereich, kann man also nach Lust und Laune bearbeiten, ohne Angst haben zu müssen, dass man ein Material versaut oder etwas Dummes macht oder so. Wir gehen jetzt mal ganz aufs Geratewohl in den ersten Button zum Thema Bundestag, in diesen Artikel Allgemeines zum Bundestag. Und dann werdet ihr gleich sehen, erscheint hier ein kleiner Artikel Allgemeines zum Bundestag. Und ich habe hier oben rechts einen Stift, in dem ich bearbeiten kann. Zum Bearbeiten muss ich mich natürlich anmelden. Dann kann ich mir hier in dem Sandkasten austoben. Bin ich jetzt im Moment nicht. Das würde jetzt auch zu lange dauern. Aber hier in diesen Artikeln könnt ihr einfach mal üben, wie das bei Serlo funktioniert. Selbstverständlich habt ihr auch hier alle Möglichkeiten der Community für euch, um euch Unterstützung zu holen und könnt euch auch sehr niedrigschwellig selbst beteiligen. Die Anmeldung, wie gesagt, auch kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen. Als nächstes Beispiel habe ich für euch Tutori. Tutori kennt ihr vermutlich auch aus der eigenen Arbeit. Bei Tutori handelt es sich um eine Datenbank, auf der Arbeitsblätter erstellt werden können. Anders als die bisher gezeigten Plattformen ist Tutori auf einem sogenannten Freemium-Modell aufgebaut. Ihr könnt euch also kostenfrei registrieren und einen kostenlosen Basis-Account nutzen. Es gibt für Schulen oder auch für Institutionen, die erweiterte Funktionalitäten nutzen möchten, wie weitere Gimmicks, Grafiken, erweiterte Aufgabentypen etc. Bezahlvarianten für den Einstieg ist aber auf alle Fälle das Basismodell ausreichend. Ihr könnt auch, ich glaube, es sind 6 Arbeitsblätter, abspeichern und somit selbst für die Community teilen. Wer Tutori noch nicht kennt, der ist auch eingeladen, es einfach mal auszuprobieren. Meldet euch an in der kostenfreien Basisvariante und stöbert einfach mal rum. Ich habe hier einfach mal Arbeitsblätter aus dem Fach Biologie ausgewählt, die ihr euch anschauen, abändern und weiter verbreiten könnt. Wenn ihr also ein solches Arbeitsblatt beispielsweise bearbeitet und für eure eigenen Zwecke verändert habt, könnt ihr wiederum eine OER-Lizenz darauf vergeben und habt euch somit in die Tutori-Community eingebracht und eure eigenen Materialien in den Datenfundus eingegeben. Also eine schöne und auch sehr niedrigschwellige Sache, wie man seine eigenen Ideen für die Community zur Verfügung stellen kann. Ihr seht ja hier, es gibt eine wahnsinnig große Dokumentensammlung. Ich habe jetzt hier in Biologie das vorausgewählt. Jetzt gehen wir da nochmal raus. Und ihr seht, also es gibt wirklich tausende von Dokumenten, die ihr schon nutzen könnt. Und je mehr mitmachen, desto besser. Auf meiner letzten Folie habe ich euch ein paar Beispiele eher pro forma
angegeben, die ihr natürlich auch nutzen könnt. Also das sind, ich gehe nicht näher darauf ein, denn die meisten von euch werden das sicherlich kennen. Auf Wikimedia Commons, nur ganz kurz, könnt ihr selbstverständlich ebenfalls nach Anmeldung eure eigenen Dateien hochladen. Das werden in erster Linie dann Fotos sein. Ich benutze die selber auch immer wieder von der Wikimedia Commons. Das ist eine tolle Sache, auch die eigenen Materialien hochzuladen und zur Verfügung zu stellen. Eine ähnliche Möglichkeit bietet Flickr, eine Bilddatenbank, aus der man OER-Bilder auch sich herunterladen kann oder nach einer kostenfreien Anmeldung sich auch selbst beteiligen kann und die Datenbank selbst mit Fotos anreichern kann. Und das Gleiche könnt ihr natürlich auch auf YouTube machen. Da könnt ihr also selbst Videos hochladen. Das funktioniert auch nach Anmeldung, entweder über den eigenen Google-Account oder wenn ihr euch dazu entschließt, einen eigenen Kanal zu starten. Diese Möglichkeiten habt ihr auch. Wie gesagt, das ist vermutlich bekannt unter den Lehrkräften von euch. Also da kann man natürlich sich auch beteiligen. Eine kleine Randnotiz, weil es mir vorhin begegnet ist. Wikipedia wird heute 20 Jahre. Das finde ich einen tollen Geburtstag. Und daran kann man auch ganz gut erkennen, wie gut diese Community-Arbeit funktioniert und was aus dieser anfänglichen Idee, der ja viele skeptisch gegenübergestanden sind, auch werden kann. 20 Jahre Wikipedia und damit auch die Verbreitung von Open Educational Resources, das finde ich eine ganz beachtliche Leistung. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen kleinen Ausblick bieten. Vielleicht kennt ihr auch die Datenbank Mundo. Ich zeige euch das nicht en Detail. Auf mundo.schule könnt ihr Materialien, Unterrichtsmaterialien recherchieren. Das gibt es seit einem Dreivierteljahr etwa für den Unterricht, sortiert nach Fächern. Hier habe ich euch ein Coming Soon abgebildet. Wir werden nämlich Ende Februar mit neuen Funktionen und einem überarbeiteten Design live gehen. Und gleich im Anschluss steht eine weitere sehr, sehr wichtige Aufgabe an, nämlich sollen dann für Nutzerinnen und Nutzer ein persönlicher Account und sehr wichtig jetzt auch in unserem Zusammenhang eine Upload-Funktion bereitgestellt werden. Also daran sitzt die Mundo-Redaktion im Moment. Es ist ein arbeitsreicher Prozess. Wir hoffen, dass wir das hinkriegen. Und auch auf Mundo wird es dann also zukünftig einen Upload für alle Nutzerinnen und Nutzer geben. Damit bin ich am Ende mit meinem kleinen Ausflug in die Welt der Plattformen für OER-Materialien. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben für eure eigene Arbeit. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das mal selber ausprobiert, die Community selbst bereichert mit euren Unterrichtsmaterialien. Ihr habt gesehen, es geht von niedrigschwellig ganz ohne Anmeldung bis über Anmeldungen, die auch unproblematisch sind für alle Formate, die ihr euch ausdenkt. Teilt eure Sachen, lasst Kolleginnen und Kollegen an eurer Arbeit teilhaben, profitiert selbst von der Community-Arbeit. Es lohnt sich und je mehr mitmachen, desto besser wird es, denn wie wir wissen, Bildung wird mehr, wenn man sie teilt. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören bei euch und hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr ein paar Anregungen bekommen konntet. Und ja, freue mich auf ein Wiedersehen mit euch.